Herzlich willkommen zu Hause vor den Bildschirmen zu unserem heutigen CapTrader-Webinar mit Philipp Greineder. Es geht heute um der richtige und nachhaltige Start als Trader. Ja, schönen guten Abend. Ja, der Start als Trader. Du bist heute von Kagels Trading mal neu bei uns und wir machen mit dir gemeinsam eine fünfteilige Webinarreihe. Bin sehr gespannt, was du uns da mitgebracht hast, was du uns heute erzählen kannst. Ja, liebe Trader oder die, die es werden wollen, nochmal ein herzliches Hallo zu mir oder von mir tatsächlich. Ich habe tatsächlich mal ein bisschen seriöseres Bild von mir rein geklatscht. Ich bin relativ bekannt dafür, relativ gerade raus, frech und ehrlich zu sagen, was ich denke, meine. Und es ist auch ein gewisser Luxus, was ich habe, dass ich einfach wirklich nichts sagen muss, sondern wirklich das sagen kann, was ich möchte. Das heißt, wenn Sie zusammen mit mir oder wenn ihr zusammen, das ist eigentlich das Erste, was ich einführe, dass du zwischen uns, ich bin Phil, zu mir sagt jeder Phil in der Trading-Szene, ist man einfach per Du. Das macht es mir viel, viel leichter, mit euch zu kommunizieren und ihr dürft mich gerne alle auch zurückduzen, das ist überhaupt kein Problem. So, was ich euch mitgeben möchte in dieser Serie, wir haben fünf Teile, ist ein möglichst hoher Praxisanteil im Trading. Ich habe dazu ganz kurz keinerlei professionellen Background. Ja, das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen blöd an, aber vom Prinzip her ist es so, ich bin ein absoluter Autodidakt, hingefallen, aufgestanden, weitergemacht. Ich mache das seit über einem Jahrzehnt mittlerweile und es ist so eine kontinuierliche Entwicklung bei mir. Wenn ich so die letzten 5 Jahre anschaue, 6, 7 Jahre fast eher, hat sich strategisch nichts mehr bei mir geändert. Aber es hat sich viel darin geändert, wie ich manche Sachen sehe. Und das hat auch damit zu tun, dass ich einfach im ständigen Kontakt zu neuen Tradern stehe. Mit neuen Tradern meine ich meistens Trader, die schon ein halbes Jahr, Jahr, 2 Jahre Erfahrung haben und dann trotzdem nicht Erfolg haben und dann eben entsprechend zu mir kommen und dann fragen, wie geht's weiter. Und es ist sehr, sehr interessant und diese Information und diese Erfahrung, die ich daraus sammle, habe ich Ihnen versucht, in 5 Teilen so möglichst gebündelt fast schon einzupressen. Ja. Bitte bedenkt das, wir haben immer bloß so eine Stunde, das heißt, es gibt viele Sachen, die muss ich so ein bisschen pauschal stehen lassen, aber ich will gar nicht lang drumherum quatschen, ich würde sagen, wir fangen an. Und als allererstes, was ich mit Ihnen planen möchte, sind unsere 5 Teile, die wir haben. Ja, ich habe hier so einen groben, Zeitplan. Und Sie haben jetzt folgende Option. Und zwar, wir haben heute den ersten Termin. Juli dann 2. August, 3. September, 4. und Oktober den 5. Und ich möchte mit euch ein wählbares Ende machen. Und zwar habt ihr die Option, zusammen mit mir in dieser Serie zu entscheiden, was wir im letzten Termin machen. Wollt ihr eine charttechnische Strategie haben? Wollt ihr eine Checkliste haben? Wollt ihr über Psychologie reden? Egal was, ja. Ihr habt hier die Option, völlig frei den letzten bzw. 5. Termin mit mir zu planen. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Wenn die Seminare vorbei sind, dann sperren wir CapTrader und Kagels Trading in dem Fall einfach mit dem voll, was ihr gerne sehen möchtet. Es sollte schon zu dieser ganzen Serie passen. Ihr werdet immer mehr von mir erfahren und ihr habt wirklich die Option, dass wir da hingehen. Wenn ihr sagt, ihr wollt eine Strategie machen, dann machen wir das. Wenn ihr Trade Management machen wollt, wenn ihr Live Trading machen wollt, dann machen wir das. Das ist total egal aus meiner Perspektive und ich möchte euch die Option geben, dass ihr das frei entscheiden könnt. So. Die ersten 3 Termine, also Juni, Juli, August, die sind thematisch gewissermaßen vorgegeben. Auch da ist es so, ich habe euren Fragen-Chat hier offen. Ich lese, was ihr da schreibt und ich versuche das auch weitestgehend ins Seminar mit aufzunehmen und zu beantworten. Nichtsdestotrotz versuche ich jetzt erstmal für uns, für diese Serie, eine Grundlage zu legen. Und die erste Geschichte, die ich mit Ihnen klären möchte, ist, was ist unser Ziel nach diesen 5 Teilen? Und die heißt Struktur und Logik. Eines der wichtigsten Sachen im Traden, und es ist total egal, was Sie traden oder was ihr tradet, wie ihr tradet, was ihr macht, es ist völlig wurscht.
Es gibt zwei Sachen, die sind entscheidend. Struktur und Logik. Das ist enorm, enorm wichtig. Struktur ist ein Fahrplan. Ich sage fast, Struktur ist ersetzbar durch Erfahrung. Einfach etwas, was man so oft immer wieder macht, dass man diese einzelnen Schritte nicht unbedingt mehr bewusst macht. Man macht die, weil man sie sowieso immer wieder macht. Das ist ähnlich wie beim Autofahren. Wenn Sie schalten, kuppeln, bremsen, Notfallbremsen, dann ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man sich darüber keine Gedanken mehr macht. Der nächste Punkt ist Logik. Jeder Trade, jedes Setup, das ihr macht, muss für euch so logisch sein, dass ihr nicht mehr drüber nachdenkt. Ihr müsst den Chart aufmachen. Ihr müsst, wenn ihr jetzt mit dem Chart tradet, oder ihr müsst diese Position aufmachen. Und das Ding muss für euch so logisch sein, dass ihr es nicht mehr in Frage stellt. Weil genau was dann passiert ist, dass ihr solche Trades, wo ihr Gewinne früh rausnimmt und Verluste ewig laufen lässt, die eliminiert ihr damit. Weil es ist ja logisch, dass wenn der Kurs dahin kommt, dann sichern wir ab. Wenn der Kurs dahin kommt, ach, dann machen wir die Position zu, weil es ist ja logisch, dass der weiterläuft. Der Knackpunkt im Trading, beziehungsweise wenn man es lernt, ist die Struktur und die Logik. Und das versuche ich mit euch jetzt in diesen fünf Teilen so aufzubauen. Seht es bitte als groben Fahrplan, als groben Umriss, in dem ihr euch orientieren könnt. Und ich versuche es auch so universell aufzubauen, dass es egal ist, was ihr macht, dass ihr euch irgendwie einsortieren könnt. So, wie lernt man traden? Das ist der erste Step, mit dem ich beginnen möchte. Überlegt euch Folgendes. Wenn ihr mit dem Traden beginnt, und da ist auch wirklich völlig egal, was ihr macht, CFDs, Optionen, vielleicht sogar Mini-Futures oder Aktien, ist völlig wurscht. Ihr hört irgendwo davon, ihr seht es irgendwo, vielleicht habt ihr Werbung bekommen und sonst irgendwas, ihr fangt irgendwie an. Und ihr fangt mit den Grundlagen an, ja? Meistens ist das auch so die Zeit, wo man dann beginnt, so ein Demo-Trading zu machen, ja? Wie öffne ich eine Position? Wie schließe ich sie? Und ich sag mal, so diese ganzen wirklich elementaren Grundlagen. Wenn man das durch hat, wechselt man in den Strategiebereich. Und hier ist es wirklich so, ich glaube, dass der Strategiebereich, den wir jetzt hier mal so in unserem ersten Seminar einfach mal so stehen lassen, also den Begriff Strategie, dass es der Bereich ist, wo die meisten Trader scheitern. Kurze Zwischenbemerkung, Trader ist bei mir übrigens geschlechterneutral, muss man mittlerweile anmerken. Ein Trader ist eine Frau oder ein Mann, für mich ist das total neutral. Ich habe viele Traderinnen auch bei mir dabei, muss leider ganz ehrlich gestehen, dass die meisten Frauen fast besser traden als die Männer. Kurzer Einwurf, ja? Also Trader, bitte einfach mir nachsehen, das ist einfach nur eine Begrifflichkeit. Die meisten Trader scheitern in der Strategie. Warum das so ist, erkläre ich euch gleich. Wenn man dann merkt, dass man irgendeine Strategie macht, ja, irgendwelche blinkenden Pfeile folgt, völlig wurscht was, merkt man, dass es irgendwann zu Situationen im Kurs kommt, wo die Strategie nicht funktioniert, weil der Kurs völlig was anderes macht. Und das ist mal ein so die Situation, wo man dann merkt, ich muss mich mit Nachrichten beschäftigen. Ja, ich muss mich mit News beschäftigen. Okay? Und wenn das durch ist, dann merke ich, na hoppala, jetzt habe ich die Grundlage, habe die Strategie, habe die News, aber irgendwie wächst mein Konto nicht. Die Gewinne sind klein, die Verluste sind groß, ich brauche ein Risikomanagement. Und wenn ich diese vier Sachen durch habe, dann kommt der Luxusbereich, die Psychologie. Übrigens, Psychologie ist etwas, was ich jetzt hier nicht unbedingt anschneiden werde, sondern es ist was ich optional für euch mache und das bekommt ihr bei mir sowieso immer aufs Auge gedrückt aus der Erfahrung, die ich habe. Ne? So lernt man traden und prinzipiell starten wir heute einfach mal mit den Grundlagen. Nächster Termin im Juli ist Strategie, Charttechnik, dann werden wir die News und Nachrichten machen und ich möchte unbedingt mit euch das Risikomanagement ansprechen, weil es meiner Meinung nach der wichtigste Part im Trading ist. Und danach, im fünften Termin, haben wir eben unseren wählbaren Termin, euren wählbaren Termin. Wählt einfach aus, was wir machen wollen. Einfach E-Mail schreiben an CapTrader oder an Cargill Trading, an mich. Das zeige ich euch am Ende des Seminars und schreibt ihr, was wir machen wollen. Ja? Kurze Frage hier zwischen. Wenn ich es korrekt verstanden habe, dann ist dieses Webinar kostenlos für Kunden von CapTrader, welches ein Konto besitzen. Stimmt das oder ist es nachhinein zahlungspflichtig? Es ist hier nichts zahlungspflichtig. Ich bin von Cargill Trading, also ich habe mit CapTrader so erstmal nichts zu tun. Ich bin
Capture Ready liegt viel dran, euch Informationen mitzugeben und ich mache es gerne. Das heißt, alles, was wir hier machen, ist kostenlos. Ihr braucht euch nirgendwo anmelden, ihr braucht euch von meiner Seite nirgendwo registrieren. Ja? Alles, was ihr machen könnt, ist auf freiwilliger Basis. That's it. Okay? Lasst uns Gas geben, dass wir was lernen. Ein Punkt, der euch immer bewusst sein sollte, ist, dass enorm, enorm viele Trader scheitern. Wenn ihr mal jetzt nicht unbedingt bei CapTrader unterwegs seid, sondern irgendwie bei der Brokersuche mal auf CFD-Brokern zum Beispiel gestoßen seid, da werden wir nachher noch drüber reden, dann seht ihr oder kennt ihr auch immer diesen Risikodisclaimer, der unten steht im Footer oder oben eingeblendet wird. 75-80% der Trader verlieren so und so viel Kapital in den ersten 3 Monaten. Palim, palim. Das ist auch so. Und ich bin der Meinung, dass diese Prozentanzahl noch viel höher ist. Jetzt wirkt das im ersten Schritt ziemlich abschreckend, verstehe ich auch. Aber wenn man sich lange genug damit beschäftigt, auch aus meiner Perspektive heraus, und immer mal wieder versucht zu verstehen, warum denn die Trader alle scheitern, dann kommt man so ein bisschen dahinter und das versuche ich euch ganz kurz zu erklären. Kurze Zwischeninfo noch, genau, das ist auch so, dass 85% der Trader, die kurzfristig unterwegs sind, ich sag mal, die Daytrader, ja, und da ist es auch so, dass 40 beziehungsweise 87 oder 93% nach einem Monat, 3 Jahre oder 5 Jahre relativ zügig ausfallen, performance-technisch, also sagen wir einfach pleite sind, ja. Dieses Thema Daytrader, ja, werden wir später noch aufgreifen und es war jetzt noch so eine Zwischeninformation, das ist das, was ich eigentlich vorweg gerade schon gesagt habe mit dem Risikodisclaimer. Und ich möchte euch kurz erklären, warum es denn oder wie es nachvollziehbar ist, warum so viele Trader scheitern. Dazu gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass wir 100 Trader, die absolut keine Ahnung haben, ins Rennen schicken. Und diese Trader durchlaufen genau diesen Lernprozess, wie wir es am Anfang besprochen haben. Also diese 4 Stufen und zwar Grundlagen, Strategie, News, Nachrichten, Risikomanagement. Und wir gehen außerdem davon aus, pauschal gesagt, dass jedes Mal die Hälfte aufgibt. Die Leute fangen mit den Grundlagen an und da ist auch ganz, ganz entscheidend, wie man mit dem Zeugs in Berührung kommt. Das ist ja enorm wichtig. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch alle ist. Ich weiß, wie es bei mir war. Das werde ich euch später noch erzählen. Ich habe damals einfach angefangen und zwar nichts Demo, sondern direkt live. Kleines Konto aufgemacht und direkt live gehandelt. Und was passiert? Man hat keine Ahnung, was man da macht und verliert erstmal Geld. Und genau da geht es schon los, ja. Es ist ja nur logisch, dass wenn man einfach keine Ahnung hat, dass man Geld verliert. Denn es ist nicht so einfach, dass man jetzt hier einfach irgendwelchen blinkenden Pfeilen folgt und dann Gewinne hat. So ist es einfach nicht. Ja, und das wisst ihr alle ziemlich wahrscheinlich selber. No? Das heißt, hier gibt es schon mal die Hälfte auf. Da gibt es dann so Aussagen wie Trading ist Betrug, das kann nicht funktionieren und so weiter und so fort. Ja? Dann geht's weiter. Diejenigen, die es schaffen, über diesen Grundlagenbereich oder diese erste Frustration, sage ich mal, hinwegzukommen, die kommen dann in den Bereich der Strategie. Und das ist ein Bereich, den ich immer noch enorm, enorm spannend finde. Vor allem, wenn ich zum Beispiel in Facebook unterwegs bin, in unserer Trading-Community oder auf Instagram oder sonst irgendeinen Quatsch. Es ist so spannend, was die Leute für Charts haben, für Kursverläufe haben, was da alles drin ist, das ist irre. Ja, also man meint, man hat eine LSD-Party auf dem Rechner. Ich kann da nichts erkennen, aber da ist so viel Zeugs drin, so viel Indikatoren, bezahlte Templates, Expert Advisor und diese ständige Suche nach dieser einen Strategie, weil es muss doch funktionieren, es muss doch irgendwas geben, weil es gibt ja diese, sagen wir mal, 5%, die wirklich Erfolg haben. Wie machen es denn die? Und hier in diesem Rad, also in der Suche nach dem Heiligen Gral, sage ich mal, da scheitern mindestens 50%, wenn nicht sogar mehr. Eine Info, die ich euch gleich alle mitgebe. Die Strategie ist total egal. Ja? Die Strategie nach charttechnischer Begebenheit ist total egal. Auch wenn ihr zum Beispiel ein News Trading betreibt, ist total egal. Also werden viele sich denken, okay, der erzählt ja Blödsinn. Aber der Punkt ist der. Eine Strategie, also zu planen, wo man einsteigt, ist ja reine Theorie. Man nimmt irgendeine Vergangenheit oder irgendwelche Daten und versucht darauf, seinen Entry zu konzipieren, seinen Einstieg zu konzipieren. Was ich unter Strategie verstehe, ist zu wissen, wo man einsteigt, wie man einsteigt, wo man absichert, wo man Gewinne nimmt,
wie man mit der Position umgeht, wenn sie offen ist, wie man sich mit seinem kompletten Konto, mit seinen kompletten Positionen verhält und so weiter und so fort. Das ist Strategie. Also ich sage mal, nur diese charttechnische Strategie ist so uninteressant und es halten sich doch so viele Leute damit auf. Es ist nur der Einstieg. Entscheidend, wie viel Gewinne und Verluste ich mache, ist, wie viel Gewinn ich pro Position mache und wie viel Verlust ich mache. Und das ist zum Beispiel Risiko- und Trade-Management. Ich habe schon einiges vorweggenommen, aber das ist eigentlich euer Handwerkszeug. Dem seid ihr im Trading erfolgreich oder eben nicht. Und wenn ihr euch nur darauf konzentriert, irgendwelche, sagen wir, Moving Average Crosses zu handeln oder irgendwelchen RSI, Stochastik, MACD-Geschichten, sonst irgendwas, dann werdet ihr nicht erfolgreich werden. Das kann ich euch einfach mal pauschal sagen, weil einfach noch so viel mehr danach kommt. Wenn jetzt wir wieder sagen, okay, ich habe die Charttechnik durch, ja, das ist das, was ich erledigt habe, jetzt mache ich die Nachrichten, dann ist es hier wieder genau das Gleiche. Und vor allem in der Situation jetzt an den Märkten ist es wirklich so, dass man sehr, sehr schön merkt, dass viele der Märkte einfach massiv beeinflusst werden. Es ist nicht mehr so wie vor 10 Jahren oder vielleicht vor, ja, sagen wir einfach mal 10 Jahren, wo zum Beispiel auch eine Fed-Zinsentscheidung oder aber auch eine EZB-Zinsentscheidung wirklich was beeinflusst hat. Wenn man sich so vorstellt, also eine Zentralbankentscheidung, vor allem die Zinsen sind schon lange auf Null. Und wenn man sich jetzt mal die EZB nimmt, die Europäische Zentralbank, dann ist es hier zum Beispiel, welches Mittel haben denn die EZB, also die Europäische Zentralbank, um wirklich die Märkte zu beeinflussen? Eine Zinserhöhung weg von der Null, die wir aktuell haben, ist eine sehr krasse Bewegung, eine sehr krasse Entscheidung. Die passiert nicht einfach so. Und die ist auch gut überlegt, sag ich mal. Bevor das passiert, werden die Märkte über, ich sag mal, ein bisschen Nachrichten, psychologische Nachrichten beeinflusst. Ja, das heißt, irgendwelche Aussagen, man hat es jetzt zum Beispiel vor kurzem auch bei der Fed gesehen, hier war es die Aussage, dass die Zinsen 2023 erhöht werden, das ist jetzt auch noch 1,5 Jahre hin. Ja, und trotzdem gab es eine schöne Bewegung aufgrund allein dieser Aussage und eben noch ein, zwei andere Geschichten von der Fed. Und alleine diese Aussage hat eben zu einer Bewegung geführt, war aber nicht nachhaltig und langfristig. Aber wenn man jetzt tradet und wirklich nur den Chart anguckt und solche Nachrichten nicht auf den Schirm hat, man muss sie nicht mal deuten, man muss sie nur wissen, wann sie sind, ja, dann wird es auch so sein, dass man hier wenig bis gar keinen Erfolg hat. Und hier scheitern eben die nächsten 50% und dann kann man sich relativ leicht ausrechnen, wenn man jetzt hier nur sagt, okay, wenn es dann zum Thema geht, wie viel Gewinne und wie viel Verluste mache ich, dann scheitert nochmal 50% und dann habt ihr jetzt hier eure prozentuale Verteilung eher sogar noch krasser als das, was euch dargestellt wird. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass es so ist, dass wenn ihr 100 Trader ohne irgendwas, ohne Vorkenntnisse oder jemanden oder sagen wir ohne Struktur da reinschmeißt und quasi die Trader autodidaktisch durchlaufen, dass die Ausfallquote enorm hoch ist. Ja, und das ist eben so der Verlauf von Trading-Anfängern, wo man sich so ungefähr erklären kann, warum eben diese Verlustquote, diese Ausfallquote so enorm hoch ist. Jetzt kommt natürlich der Punkt, wie kann man das vermeiden und wie kann man sich ein bisschen besser auf das Relevante konzentrieren? Für mich ist es die Lösung gewesen in meiner Karriere, dass ich mich wirklich auf das praktische Trading konzentriert habe. Und dazu muss man ein bisschen differenzieren. Und zwar, wenn man sich ja diesen Werdegang anschaut, wie man traden lernt, von Grundlagen, Strategie, Nachrichten und so weiter und so fort, dann ist das ja alles nur Theorie. Ich gucke mir irgendwas an, ich bilde eine Meinung drauf, ich habe irgendeine Vergangenheit, auf die ich einen Einstieg konzipiere. Das ist alles nur Theorie. Erst dann, wenn ich die Position eröffne, dann beginnt die Praxis. Und genau das ist der Punkt, auf den man sich konzentrieren sollte. Weil sobald eine Position offen ist, ist man eigentlich mit anderen Themen beschäftigt. Wenn eine Position offen ist, dann hat man auch ein anderes Spiel, meiner Meinung nach. Ja, man verliert Geld, man gewinnt Geld, man ist ein anderer psychologischer Faktor. Und dieses ganze Theoretische davor verliert ein bisschen an Bedeutung. Und wenn man sich immer vor Augen hält, dass es ja darum geht zu traden,
praktisch zu traden, Position aufzumachen, abzusichern, zu schließen. Das ist das, was wir machen wollen und nicht ewig lang über Strategie und News und Nachrichten reden. Es geht um die Praxis. Ja? Und das muss man sich vor Augen halten. Und das ist eigentlich schon mal das allererste, was ich euch mitgeben möchte. Konzentriert euch darauf, Position aufzumachen, zu managen und immer euer Risiko zu minimieren. Es würde reichen, wenn ihr eine Position aufmacht und euch nur darauf konzentriert mit eurem Stop-Loss, da werde ich später noch was dazu sagen, schlau zu managen. Eine Position, die ihr aufmacht, die schläft ein. Habt ihr bestimmt schon mal gehabt, vielleicht Anfänger noch nicht, vielleicht auch schon ein Demokonto. Sobald die einschläft, die Position, solltet ihr euch überlegen, ist jetzt mein Einstieg so gut oder nicht? Nehme ich die lieber mit Null raus, also Break-Even oder mit minimalem Verlust und gehe dieses Risiko nicht ein? Oder lasse ich sie laufen? Dann habe ich eine Position, die zum Beispiel super gut läuft. Ja, und die läuft und die läuft und die läuft. Ja, dann ist Freitag, Mittag, Nachmittag. Was mache ich mit der Position? Sichere ich Gewinn ab? Mache ich die zu? Mache ich noch eine Position auf? Dieses praktische Trading, das wird entscheiden, ob ihr langfristig Gewinne macht oder nicht. Und dabei ist total egal, ob das jetzt CFDs, Futures, Optionen oder sonst irgendwas, also Aktien sind. Natürlich gibt es für jeden dieser Bereiche seine eigenen Spielregeln und ihr müsst vieles von dem, was ihr bei mir lernt, ein bisschen auf den jeweiligen Bereich umdenken, aber die Regeln bleiben die gleichen. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Trading ist Praxis. Also ihr müsst wirklich mit dem Zeugs handeln, daraus komme ich. So hat es bei mir funktioniert und das ist auch das, was ich heute noch vermittle. So, jetzt gibt es einen entscheidenden Knackpunkt in dieser ganzen Praxisgeschichte. Und damit ich euch das ein bisschen besser erklären kann, will ich euch an meiner Story ganz, ganz kurz teilhaben lassen. Ich erkläre euch das wirklich nur runtergebrochen. Ich war tatsächlich ganz, ganz kurz von der Privatinsolvenz. Das war damals, ich glaube, Anfang, Mitte 2012. Und das war folgende Geschichte. Ich hatte damals 2009 mit dem Trading begonnen. Ich hatte da zwei Aushilfsjobs zu dem Zeitpunkt. Ich habe meinen Zivildienst beendet. Ich war damals die letzte Generation. Und ich hatte schon Geld. Ja, ich hatte also für meine Verhältnisse 4.000, 5.000, 6.000 Euro auf der Seite. War aber auch anfällig für dieses Thema, ja, du kannst vom Laptop aus schnell Geld verdienen, schnell reich werden, wie man es halt so in diesem ganzen Marketing es halt einfach sieht. Ne? Bei mir voll gezogen. Ich also 500 Euro einbezahlt und ich glaube, der schlimmste Fehler, der damals passiert ist, oder sagen wir mal, die schlimmste Grundlage war, dass ich mit dem ersten Anlauf aus 500, damals mit übrigens binären Optionen, die heute verboten sind, so habe ich damals wirklich begonnen. Mittlerweile ist es mir peinlich, dass ich das sagen muss, aber so habe ich halt begonnen damals. Ja, habe ich halt aus 500 1.400 gemacht. So, was hat der Philipp gemacht? Philipp ist damit 1.400 All-In und hat alles verloren. Das habe ich halt so lange gemacht, bis das Geld weg war und dann das Girokonto überzogen war, die Kreditkarte überzogen war. Und dann ging ich natürlich in den nächsten logischen Schritt. Ich habe mir damals bei Versandhäusern auf Ratenzahlung iPhones bestellt, Tablet bestellt, die ich wieder nochmal auf eBay für extrem schlechtes Geld verkauft habe, um wieder flüssig zu sein. Was war das Ende vom Lied? Ich war wieder pleite, weil ich damals auch sowas wie ein Template für MetaTrader und also so Quatsch gekauft hatte. Und am Ende des Liedes konnte ich halt einfach diese Ratenzahlungen nicht mehr bezahlen. Ja, ich war also von Anfang an sofort praktisch im Traden. Hab's sofort probiert, hab's sofort gewonnen, verloren. Ich habe mir nicht viel Gedanken darüber gemacht, welche Strategie ich jetzt hier handle. Das habe ich so on the fly gemacht, also dabei gemacht, ja, und nicht vorab. Und es hat mich richtig sauber in das Ganze reingerissen. Und dann war eben wirklich die Situation, ich habe es natürlich keinem gesagt, weder meinen Eltern, meiner damaligen Freundin noch sonst irgendjemand. Ich war mit dieser Situation ganz alleine und es war wirklich eine Entscheidung auf eine Woche, wo ich davor war, Privatinsolvenz anzumelden. Ich habe dann das Trading mit Live-Konten für knapp ein Dreivierteljahr eingestellt, habe nur noch Demo gehandelt und habe mich dann langfristig daraus gearbeitet. War dann auch viel auch im Nachhinein, sagen wir so 2013, eher Ende 2014, viel mit Glück und sehr risikoreichem Trading der Fall, dass ich es geschafft habe, auf eine Kontogröße zu kommen, die auch irgendwo Spaß macht. Ja, ich rede jetzt nicht von einer Million, sondern ich rede halt jetzt von einem kleinen sechsstelligen Betrag. Wo sollte bei mir sonst das Geld herkommen? Da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, ich bin nicht als Millionär geboren, irgendwo muss das herkommen. Das ist bei mir halt über risikoreiches
Trading passiert. Warum erzähle ich euch das Ganze? Weil ich das Trading bzw. euch Trader pauschal in zwei Typen einzuteilen. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wenn ihr es pauschal jetzt nur so lest, wenn ihr meine Story hört, welche von beiden Teilen bin ich? Ja, ihr könnt es ja gerne mal in diese Frage reinschreiben. Es ist schon fast offensichtlich, meiner Meinung nach. Ein praktischer Trader oder ein theoretischer Trader? Ja? Währenddessen gucke ich hier mal, was so steht. Webinar wieder aufgezeichnet in der Logopuro. Ja, praktische. Jawohl, super, vielen Dank. Ja, ihr habt absolut recht. Ich bin der Inbegriff eines praktischen Traders. Ja, ich habe da mal nur so Phrasen aufgeschrieben, die mir so einfallen, die man sich gerne mal so als praktisch oder die ich mittlerweile gerne so praktische Trader auf die Stirn hefte. Ja, das war wirklich, ich war der Inbegriff von dem Ganzen. Bevor ich irgendeinen Plan habe, habe ich einfach mal live angefangen. Ja, überhaupt keinen Plan von irgendwas. Ich hatte auch keine Verlustängste. Mir war das auch total egal. Aber ich war auch komplett planlos, ohne Strategie, ohne sonst irgendwas, ja, und das war ein Himmelfahrtskommando. Auf der Gegenseite habe ich mittlerweile durch meinen ständigen Kontakt zu den Leuten ganz, ganz viel Kontakt zu so theoretischen Tradern. Bitte seid euch bewusst, das ist absolut pauschal eingeordnet. Natürlich gibt es den einen, der das Ganze mischt, ja, aber um euch so das wirklich möglichst krass herauszustellen, hier diese andere Darstellung. Dann lerne ich Leute kennen bei mir in der Ausbildung, 100% fundiert, 30, 40, 50 Bücher nur über Trading gelesen, jedes Webinar besucht, wie hier das übrigens kostenlos ist, ja, also bevor schon wieder die Frage aufkommt, mir jeden Indikator gekauft. Aber ich gucke mir sein Konto an, ja, und was ist da droben? 3 Trades auf dem Jahr. Egal was es ist, stellt euch vor, Optionen, CFDs, Futures, völlig wurscht, ja. Und das ist auch so ein Klassiker von Trader-Aussage. Hoch, dieses Setup habe ich aber perfekt geplant, werde super aufgegangen. Nur ich habe es nicht gehandelt. Das ist der theoretische Trader hoch 10. Super diszipliniert, super bedacht, super fundamentiert, kommt aber nicht in die Patte. Keinerlei Praxis. Und was haben wir gelernt? Traden ist Praxis. Und diese beiden Typen, versucht euch mal wirklich, und ihr könnt es gerne mal versuchen, hier einfach theoretisch praktisch in den Chat zu schreiben, was für mich natürlich interessant ist, mit wem ich hier zu tun habe, ja. Aber versucht euch, und das ist eigentlich auch schon eines der wichtigsten Sachen heute aus diesem Seminar, einzuordnen in diesen Bereich, weil es so enorm entscheidet, wie ihr damit umgehen müsst, wie ihr traden lernt. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn bei mir jemand neu dazukommt in meiner Ausbildung, dann quatsche ich mit dem erstmal. Und dann ist es meistens so, ich mache es ja so lang, ich bohre da ein bisschen nach. Und ich stelle schon die Fragen, die blöd sind. Ich stelle schon die Fragen, die man nicht mit Ja, Nein beantworten kann. Und dann fängt der oder diejenige an zu erzählen. Und fast immer ist es möglich, jemanden da rein zu sortieren. Und abhängig davon, was der oder diejenige erzählt, setze ich anders an. Ich kann einem praktischen Trader, die brauche ich mit Disziplin nicht kommen. Es gibt so welche, die machen das. Das sind dann die, die wirklich viel Erfolg haben, ja. Aber ich bin auch kein disziplinierter Mensch, ja, auch kein disziplinierter Trader. Meine größte Schwäche. Deswegen gibt es für den Philipp ganz spezifische Regeln, ja, ganz klar. Werde ich euch alles in diesen 5 Teilen immer wieder erklären, ja. Beim theoretischen Trader, den muss ich versuchen, mit ganz, ganz kleinen Risiken zum Traden zu bekommen. Der braucht die Praxis. Der hat das Wissen. Wir brauchen hier die Praxis, ja. Und Leute, super, dass ihr da reinschaut. Schreibt euch rein, ich habe das hier offen, ja. Die theoretischen Trader sind tatsächlich oft mal auch mehr die Frauen. Ich würde fast so dreist sein und würde sagen, 80% der Frauen sind theoretische Trader. Also wirklich sehr diszipliniert, sehr fundiert, ja. Also das ist unheimlich angenehm, mit denen zu arbeiten. Weil es ist sehr, sehr schön ist, eine Struktur aufzubauen. Allerdings ist es sehr, sehr schwierig, dann wieder einen gemeinsamen Weg zu finden, weil die 100.000 Sachen ausprobieren. Ja, ein praktischer Trader sind meistens die Männer. Sagen wir mal ehrlich, liebe Männer, wir kennen da wenig. Wir sind auch ein bisschen anfälliger für dieses Gear-Thema. Ja, und deswegen geben wir da erstmal eins drauf und fangen meistens erstmal an. Es gibt natürlich auch hier wieder so eine 80-20-Verteilung.
Aber ich würde mal sagen, wir Männer sind schon mehr zu den praktischen Tradern. Ja, es gibt immer Ausnahmen, um Gottes Willen. Es ist auch eine Typusfrage. Wirklich, lasst es mich hier wirklich nur so pauschalisiert darstellen und nimmt es einfach auf als Erfahrung für euch und zieht euch das Beste raus. Ich guck mal ganz kurz die Fragen durch, da haben wir ja viele, viele. Aufzeichnungen gibt's, praktische Trader, sehr, sehr schön. Ja, jawohl. Hab auch leider schon viel verloren, Simon, überhaupt im Minus. Also, ich habe auch schon leider 50.000 verloren und stehe momentan auch überall im Minus. Eines der wichtigsten Sachen. Hört auf, am Anfang irgendwie rumzuzocken. Ihr werdet keine Gewinne machen. Resettet sauber, macht es sauber, fahrt euer Risiko runter. Derjenige, der das schreibt, ich sag mir da dazu gar nichts, oder diejenige, Pflichttermin, Risikomanagement bei mir. Das ist ein Pflichttermin, ja, für dich, ganz, ganz wichtig. Ich würde das fast nach hinten schieben und dann in dem Moment wirklich, sagen wir dann, wir sprechen, wenn es soweit ist, weil dann haben wir auch die Grundlage dazu. Ja, danke für deine Ehrlichkeit, immer gerne. Ja, dass du am ersten Tag mega erfolgreich warst, dass du nicht, ja klar, war ich nicht am ersten Tag erfolgreich. Das hat bei mir 5 Jahre gedauert. Also ich sag mal, so Erfolg, ja, für eine Woche oder zwei. Ja, die Misserfolge, die danach kommen, das war halt genauso hoch. Ja, super. Ja, super. Ja, liebe Annika, du bist ein Paradebeispiel für eine Frau. Ja, du hast das sehr, sehr schön beschrieben. Eine weibliche Traderin, du passt voll ins Muster. Du hast gute Voraussetzungen, muss ich leider sagen. Ja, es ist viel, viel Erfolg damit. Ne? Was hält den theoretischen Trader vom Handel mit Demokonto ab? Wir haben schon wieder viele Fragen. Wenn ihr wollt, machen wir übrigens ruhig bis 19 Uhr. Ja, dann überziehen wir hier ein bisschen. Müssen so weniger Werbung machen. Ich habe eine ganz, ganz klare Meinung zu Demo und Echtgeld-Trading. Im Demo-Trading hast du nur was verloren, bis du die Technik beherrschst. Egal, welche Software du nutzt. TBS, MetaTrader, NanoTrader, TradingView, völlig wurscht. Sobald du die Technik dahinter beherrschst, hast du im Demo-Trading nichts mehr verloren. So ein theoretischer Trader ist auch so ein klassischer Typ, der sagt, boah, ich handle jetzt super viel mit Demo-Trading. Ich denke mir, als wenn es echt wäre. Vergiss es. Ich greife auf so viele Kontakte, auf so viele Gespräche zurück, dass ich dir sagen kann, es funktioniert nicht. Nichts, was auf Demokonto passiert, ist real. Niemals. Niemals. Du musst verlieren lernen und das funktioniert nur auf Echtgeldkonten. Egal, wie sehr du dir das einredest. Auch wenn das nur ein kleines Konto ist. Sagen wir mal 2000 Euro, egal was du da handelst. Ja, völlig wurscht. Wenn du darauf einigermaßen Erfolge hast, ist das mehr wert als jeder Erfolg auf dem Demo-Trading. Absolut wichtig, absolut essentiell. Ja, macht es, bis ihr die ganze Technik kapiert und dann weg vom Demo. Ihr habt dann nichts verloren. Ja, super. Sobald es in die Praxis kommt, versage ich. Ja, perfekt. Ja, das ist genau das, was ich damit sagen möchte. Es gibt zum Beispiel auch ganz, ganz viele Trader. Lustige Story übrigens. Wir haben ganz, ganz viele immer Anfragen für so diesen Signalservice bei uns. Ja, da habe ich jetzt so nichts zu tun. Aber wenn man halt Signalgeber werden möchte bei uns, dann kriegt man so ein kleines Live-Konto und dann muss man dann 3 Monate traden. Und dann heißt es dann immer, ja, ich habe auf Demo-Konto super viel Erfolg gemacht. Dann sage ich, hier, trade mal deine 10.000 Euro, mach mal ein bisschen dahin. Ja, nach 3 Monate 20% Minus, weil derjenige einfach keine Live-Erfahrung hat. Live-Trading ist das, was euch weiterbringt. Es ist immer genauso wie mit allem anderen im Leben auch. Wenn ich euch monatelang vor den Trainer hier fürs Autofahren hocke und ihr steigt ins Auto ein, werdet ihr nicht automatisch ein guter Autofahrer sein. Und es ist einfach genau so. Es gibt 100 Gründe, es gibt bestimmt auch welche dagegen. Ich würde euch raten, vertraut hier auf meine Erfahrung durch diese wahnsinnig vielen Gespräche und Informationen, die ich mit Trader führe, die oft schon 10, 15, 20 Jahre dabei sind. Es ist tatsächlich so, dass ihr auf Demokonto nichts verloren habt. Bis ihr die Technik kennt, bis ihr vielleicht ein bisschen, wenn ihr mal eine Strategie testen wollt, das hat jetzt damit nichts zu tun, natürlich könnt ihr das machen. Ja, aber alles andere habt ihr nicht im Demo zu tun. Ja, so. Ich habe es ja gerade schon gefragt im Grunde, was ihr für ein Typus seid, habt ihr überwiegend schon beantwortet. Und es ist wirklich was, wenn ihr es nicht in diese Fragen und diesen Chat mit mir hier schreiben wollt. Das ist kein Problem, Leute. Aber tut mir den Gefallen, nehmt euch einen Zettel, macht euch hier so ein Post-it für diese Seminarreihe mit mir und schreibt euch auf, was ihr für ein Typus seid.
Das ist wichtig, weil ich werde es immer wieder aufgreifen und werde euch somit auch immer bessere Tipps geben können. Ja? So, ich mache das gleich mal weiter. Und ich will heute noch ein paar Grundlagen legen, weil ich weiß, wir haben einige Anfänger dabei. Für dieses Thema Grundlagen machen wir nun Folgendes. Das wird jetzt für den einen oder anderen vielleicht sich blöd anhören, weil ja dieses Seminar bei CapTrader ist, aber ich habe mit Optionen so nicht so viel zu tun. Ja, ich handle das nicht. Ja. Hat keinen spezifischen Grund. Das heißt jetzt nicht, ich finde es gut oder schlecht. Ich finde es tatsächlich sehr interessant und auch gut. Ja. Ich habe nur einfach nicht die Erfahrung und die Praxis da drin, um euch hier wirklich fundiert Informationen mitzugeben. Da gibt's aber hier auf CapTrader genügend Serien, Videoserien, Webinare, die wirklich extremst fundiert sind. Was ihr bei mir lernt, ist so eine allgemeine Strategie, wie ihr euch im Trading verhaltet. Und mir ist zum Beispiel immer wichtig gewesen als Trader, dass das, was ich lerne, ich in jedem Timeframe, in jedem Markt anwenden kann. Und genau das ist das, was ich euch erklären kann. Ja, das ist das, was bei mir funktioniert. Als erstes möchte ich euch erklären, womit ihr als Anfänger starten solltet. Ja, wo ihr hin solltet. Und dazu ganz kurz die Differenzierung zwischen Day und Swing Trading. Als Anfänger, Finger weg von Scalping. Ihr habt dann nichts verloren. Das vergisst es. Ja, wir können das Thema nochmal im Bereich Risikomanagement detaillierter besprechen, warum ich das so sehe. Bis dahin einfach mal akzeptieren und auch als absoluter Anfänger Finger weg vom Day Trading. Es hat verschiedene Gründe, aber ich kann euch einfach sagen, ich kenne keinen Anfänger, der, und ich rede jetzt hier von 2 bis 3 Jahren Erfahrung, das ist für mich ein Anfänger, der damit kontinuierliche Erfolge hat. Von mir aus hat er mal 2-3 Monate Erfolge, also ich freue mich wirklich über jeden, der Geld damit macht, aber es ist nie langfristig. Denkt an die Statistik, die ich euch am Anfang gezeigt habe, nach 3 Jahren sind schon 87% tot, was Daytrading angeht. So. Der entscheidende Punkt, warum ich euch das sagen kann, beziehungsweise was für mich das Argument ist, warum ich Swing Trading jedem Day Trading oder jedem Swing Trading empfehlen würde. Es ist entscheidend, dass man in sein praktisches Trading Qualität reinbringt. Man muss wissen, ja, warum steige ich da ein? Wie steige ich ein? Wo sichere ich ab? Wann sichere ich ab? Thema Logik. Und so eine Logik zu lernen und zu entwickeln, braucht Zeit. Wenn ich jetzt im Daytrading im Stundenchart rumwurschtel, ja, wo ich massiv viele Hin- und Herbewegungen habe, dann habe ich noch Rauschen drin, dann muss ich mir extremst viele Nachrichten angucken. Habe ich denn die Zeit und den Nerv, mir das anzugucken? Und vor allem, habe ich die Erkenntnis daraus, warum der Trade funktioniert oder nicht? Wenn ich euch sage, ihr sollt mit dem Swing Trading beginnen, dann heißt das nicht, dass wenn ihr das alles checkt, alles könnt, die Technik beherrscht, bla bla bla, dass ihr nicht irgendwann das Daytrading oder sogar das Scalping dazu nehmen könnt. Die Realität sieht sogar aus, dass meine Teilnehmer einfach von mir aufs Auge gedrückt bekommen, so ihr seid der Swing Trader, bis du das kannst, dann machst du, was du willst, weil dann kannst du es ja. Ja. Und viele mischen das mittlerweile so. Kurz zur Erklärung, Day vs. Swing Trading, für die, die es nicht wissen, Daytrading ist so dieses klassische Werbungsding auf YouTube, als Daytrader reich werden, die Dokumentation irgendwo. Es ist mehrere Positionen am Tag aufmachen und vor allem wieder zumachen. Also ich steige 3, 4, 5 Mal ein in irgendwelchen Märkten oder nur im DAX oder whatever. Und Swing Trading, der Gegenseite bedeutet, nach meiner Definition, ich bin in einem höheren Timeframe und ich halte die Position so lange, wie sie läuft. Warum sollte ich eine Position am Ende des Tages zumachen, wenn sie läuft? Es gibt Argumentationen, okay, Übernachtrisiko, Wochenendrisiko, das ist abschätzbar. Ja, wenn du natürlich einen Asset handelst, also einen Markt handelst, der über Nacht zu ist, ja, oder der entsprechend zu Gaps, also zu Sprüngen neigt, das ist natürlich riskant, dann solltest du es halt nicht machen. Aber wenn du vor allem zu Beginn in solchen Geschichten wie den Majors handelst, also den großen Forex oder den Indizes unter der Woche, von Montag bis Freitag, ja, oder den Rohstoffen, dann wirst du diese Problematik nicht haben, weil von Montag bis Freitag ist hier offen. Und wenn du ein gewisses Risikomanagement oder sag mal so ein gewisses fundamentales Management und Denken entwickelst, dann kannst du auch das Risiko übers Wochenende fast gegen Null fahren. Weil du entwickelst eine Logik. Warum solltest du eine Position halten, die schon massiv im Minus ist, dann auch nur das Wochenende halten, um dieses Wochenendrisiko auch mal einzugehen? Das machst du nicht. Ja?
also das war jetzt schon wieder zu viel eigentlich, das hat heute noch gar nichts verloren. Was ich euch mitgeben kann, wenn ihr am Anfang steht, fangt mit dem Swing Trading. Ich kann euch eins sagen, jeder Trade muss so logisch für euch sein und so nachvollziehbar sein, dass wenn ihr den Kursverlauf vor 4 Monaten, 5 Monaten aufmacht und da ist nichts mehr eingezeichnet, dann könnt ihr mir nur anhand dieser Kerze zum Beispiel sagen, ach Philipp, hier bin ich eingestiegen, weil er hat das und das hoch erwischt, dann hat er das psychologische Level getestet, dann hat er gedreht, hier habe ich abgesichert. Das ist Strategie. Zu wissen, was man da gemacht hat. Das ist Logik. So funktioniert das. Und wenn ich euch jetzt ins Daytrading oder ins Scalping schicke, dann vergesst, wenn ihr 5, 6 Trades am Tag macht, wo ihr da schon eigentlich nicht wisst, was ihr macht, wie wollt ihr das dann logisch auf lange Sicht nochmal nachvollziehen können? Bei mir ist es so, ich mache nicht viele Trades. Wir haben jetzt, also bei der Masterclass Pro kriegt man ja, so heißt die Ausbildung, meine Setups so mit. Und wir haben da drin, ich würde sagen, 30, 40 Positionen bis jetzt, seit Anfang dieses Jahres. Das heißt also so ungefähr das Gefühl, was wir im Monat machen, ja. Und so sieht auch mein Trading aus. Vielleicht mal 1, 2 aggressive Setups mehr, die ich so meinen Schützlingen nicht mitgebe, weil es halt nach anderen Regeln spielt. Aber das ist so die Hausnummer, ja. Und ich kann von diesen Setups, egal was es für ein Markt ist, dir sofort sagen, hey, da habe ich gehandelt, da habe ich deswegen gehandelt, da habe ich abgesichert und wie haben wir den Trade gemanagt, während er läuft. Und diese Erfahrung, das ist der Knackpunkt, mit dem ihr weiterkommen werdet. Wenn ihr dieses Wissen oder diese Logik habt, dann könnt ihr anfangen, das Daytrading dazu zu nehmen, weil es euch interessiert oder weil es euch vielleicht besser liegt. Das kann ja sein. Ja, aber die Art und Weise, wie man es lernt, ist nicht vom Formel-1-Wagen in Golf, sondern vom Golf in Formel-1-Wagen. Ja, und das Swing-Trading ist einfach mal der Golf, was so die Schnelligkeit angeht im Trading. Dafür aber nicht bedeutet, dass er nicht ans Ziel kommt. Ja, so. Möchte noch ein bisschen was geben. Und zwar prinzipiell gibt es hier verschiedene Arten, Fragen eigentlich bis dato. Ich laber ja schon wieder ohne Punkt und Komma, da müsst ihr bei mir aufpassen. Ich könnte jetzt hier auch durchziehen bis morgen in der Früh. Gut, dann machen wir einfach gemütlich weiter. Ein Thema ist, wie setze ich mein Setup um? Wie setze ich meine Position um? Und dann gibt es hier verschiedene Optionen. Dann gibt es CFDs, Zertifikate, Optionen bei CapTrader zum Beispiel, Mini-Futures oder Futures. Ich handle ganz viel mit den Einsteigern auf CFDs und dann später, wenn wir sie auf einem gewissen Niveau haben, steigen wir direkt in die Futures oder halt Mini-Futures ein. Das kommt so ein bisschen auf das Kapital an. Optionen finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Thema, ein sehr, sehr gutes Thema, auch eine sehr, sehr gute Umsetzung von, euren Trades, ist nur halt nicht das, was ich wirklich hundertprozentig kann. Es wäre ein Quatsch, euch irgendwas mitzugeben, wo ich einfach nicht fundiert bin. Ja? Ich habe mir hier mal den Spaß gemacht und habe euch mal meine Einschätzung gegeben, wie hoch das Kapital sein sollte, wenn man in dem jeweiligen Bereich anfängt und in dem jeweiligen dieses Setup umsetzen möchte. Das ist meine Meinung, das ist meine Einschätzung, meine persönliche. Das heißt natürlich, es gibt hier bestimmt bei jedem anderen Trader, der es lang genug macht, andere Ansichten. Ich persönlich empfehle immer, einfach mal mit den CFDs anzufangen, wenn man wenig Geld hat, ja. Und weil man hier einfach mit relativ kleinem Einsatz das ganze System erlernen kann. Wenn man natürlich nur Optionen traden will, machen die CFDs dann nur bedingt Sinn, ja, weil natürlich andere, ich sag mal, Begebenheiten herrschen. Ja, Zertifikate habe ich jetzt hier nur aufgeführt, würde ich nicht empfehlen, bin ich kein Fan davon, sage ich ganz ehrlich. Ich sage immer, lern mit den CFDs Swing Trading, wie es funktioniert. Halte dein Konto ein Jahr, dann haben wir Erfolg und dann stockst du auf. Dann kommt es immer darauf an, was derjenige Trader oder die Traderin für einen finanziellen Background hat. Ja, wenn der oder die natürlich jetzt ein paar Millionen am Konto hat, was will ich denn bei CFDs oder Mini-Future einstecken? Dann ballere ich natürlich in den Future-Markt rein, da geht's ab. Ja, wenn ich aber jetzt jemanden habe, der gerade so seine 5.000 bis 10.000 zusammenbekommt, sage ich, okay, komm, lass ihn in CFDs traden, bis wir, sagen wir mal, so eine gewisse Höhe bekommen und dann machen wir weiter. Gibt ja so diese Aussage in den Märkten, CFDs sind furchtbar schlecht. Ja, natürlich ist es so eine Sache, die auch viele schwarze Schafe mit sich bringt. Ja, für die, die nicht wissen, was CFDs sind, es sind Contracts for Difference, so nennt man das Ganze. Vom Prinzip her ist es so, dass man nie wirklich was kauft. Man handelt einfach bloß eine Kurswette, die zwar genauso ausschaut, wie zum Beispiel
sondern wenn man Future handelt, man hat halt einfach eine Einsatzgröße und, sage ich mal, eine Bewegung. Aber es ist nie real, dass man jetzt zum Beispiel eine Aktie kauft. Wenn man eine Aktie auf CFD kauft, dann kauft man nur den Kurswert hoch runter und niemals die Aktie selbst. Ja, so als Vergleich. Und das ist natürlich so eine Sache, weil auch hier relativ, kommt immer auf den Broker an. Es gibt hier gute Broker, es gibt hier schlechte Broker, es gibt sehr, sehr viele schlechte Broker. Also wirklich darauf achten, dass keine Kursmanipulation, sag mal, passiert. Und vor allem immer auf die Gebühren achten. Das ist im CFD-Trading ganz, ganz wichtig. Ja, ich sag mal so, wenn ich die Haupt-Forex-Paare wie Euro, US-Dollar, US-Dollar, Yen und so weiter und so fort handle, dann muss ich nicht aufpassen mit den Gebühren, dann ist das alles im Rahmen. Oder DAX, Dow Jones, Nasdaq, also die Indizes oder Gold, Silber, da ist das alles, oder Brent, sag ich mal, da ist das alles im Rahmen. Das geht schon. Ja, ich lasse es mal so stehen. Ich möchte hier noch ganz kurz das Thema Forex bzw. Einsatzgröße ansprechen, weil wir im weiteren Verlauf dieses fünfteiligen Seminars gerne mal die Forex-Märkte anschauen werden, aus meiner Perspektive raus. Und dazu braucht ihr einfach ein bisschen Grundlage, damit ihr das nachvollziehen könnt. Die Einsatzgröße im Forex wird im Lot angegeben. Das sind 100.000 Einheiten. Das heißt, ich würde, wenn ich einen Euro zum US-Dollar trade, 100.000 Einheiten kaufen oder verkaufen. Wenn ich einen Mini-Lot handle, das ist 0,1-Lot, dann habe ich 10.000. Wenn ich einen 0,01-Lot handle, habe ich 1.000, also einen Mikro-Lot von dem jeweiligen Broker. Das heißt, oder von dem jeweiligen Asset, sage ich mal, oder US-Dollar zum Beispiel. Wenn ich jetzt 0,05, ja, also 5 Mikro-Lot handle, dann handle ich 5.000 Einheiten und bekomme daraus die Gewinne und die Verluste. Die Einsatzgröße ist sehr, sehr wichtig. Das werden wir im Bereich der Risiko oder des Risikomanagements noch brauchen. Deswegen nehme ich es hier vorweg. Ja? Nächster Punkt. Ich gehe jetzt ein bisschen durch, weil ich der Meinung bin, dass man viele dieser Grundlagen auch sich selbst schnell zusammensuchen kann. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn dieses Webinar, wird ja natürlich aufgezeichnet, ihr könnt da gerne nochmal zurückspringen und das euch nochmal angucken, wenn es euch nicht klar ist. Weil ich will mit euch vorankommen und ich möchte euch gerne noch ein paar Tipps und Fragen beantworten. So, im CFD-Markt gibt es einen Hebel, ja, gibt es natürlich woanders auch, ein Hebel wird gerne mal missverstanden. Es ist total geil, wenn ich zum Beispiel wieder einen Anruf bekomme und sage, Philipp, boah, ich habe jetzt hier im Euro-US-Dollar mit einem Lot gehandelt und ich wollte ein bisschen weniger Risiko, also habe ich den Hebel minimiert. Es ist total geil. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, Philipp, ich fahre mit meinem Auto auf Berlin und damit ich schneller fahren kann, habe ich das Lenkrad zu Hause gelassen. Das ist einfach kompletter Blödsinn. Der Hebel ist nichts anderes als eine Beeinflussung des Kapitals, was du auf dem Konto hast. Das Einzige, was entscheidet, wie viel Gewinn und Verlust du machst, ist deine Einsatzgröße. Es ist doch logisch, wenn ich ein Lot handle, ist das natürlich viel, viel mehr, zehnfache, als wenn ich 0,1 Lot handle. Ein Hebel ermöglicht dir allerdings nur, dass du zum Beispiel, wie jetzt hier bei einem 1:1 Hebel, nicht 100.000 Euro zum Beispiel oder US-Dollar für einen Lot bräuchtest, sondern halt zum Beispiel bloß 3.333 Euro. Das heißt, du wärst in der Lage, mit einem 7.000 Euro Konto, warum das so ist, erkläre ich euch gleich, ein Lot zu bewegen. Du wärst in der Lage. Das heißt, so lange nicht, dass du es machen musst. Ja? Und das ist so der entscheidende Knackpunkt, ja, dass man so verstehen muss. Der Hebel ist nur für dich ein Boost deines Kapitals. That's it. Warum habe ich gesagt, wenn hier 3.333 Euro steht hier nicht, das weiß ich, ja, warum brauche ich dann 7.000 Euro? Es gibt eine Regulierung der ESMA, die vorschreibt, dass man, ich sage mal zum Beispiel bei den CFDs, maximal 30:1 Hebel haben darf und außerdem das Konto, das man hat, nicht unter 50% Margin fallen darf. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Lot mit 3.333 Euro auf meinem Konto handeln möchte, dann ginge das. Die Position würde aber sofort wieder beendet werden, weil ich 100% in der Margin bin. Damit ich also das überhaupt halten kann, bräuchte ich also mindestens, sagen wir mal, 6.700 Euro, weil 3.333 sofort eingefroren werden und ich nicht unter diese 50% Margin fallen darf. Ja, wenn das passiert, gibt es einen Margin Call erstmal vom Broker, schießen die Kapital nach, ja, und danach wird die Position geschlossen. So, Fragen dazu? Der Hebel kann auch, da gibt es ein paar gute Beiträge. Ja? So, ich würde einfach mal weitermachen.
Thema PIP. Wir haben jetzt Einstiegsgröße, wie viel Einheiten ich kaufe. Dann haben wir Thema Hebel, ja, wie viel ich für diese Einstiegsgröße auf mein Konto brauche, um es umzusetzen. Und jetzt ist es natürlich nur interessant, wie verändert sich zum Beispiel der Forex-Markt? Ich nehme den jetzt hier einfach als Beispiel. Und wie errechnen sich die Gewinne daraus? Das ist natürlich ein Bereich. Und die Gewinne in Pips, beziehungsweise die Bewegung im Forex, habe ich schon gesagt, gibt man in Pips an. Wenn man sich jetzt vorstellt, das ist der Euro-US-Dollar mit 1.23456, ja, also rein fiktiv, dann wäre die hinterste Stelle, also die fünfte Stelle, eine sogenannte Pimpette, und die vierte Stelle wäre eben ein Pip. Ja, das heißt, wenn der Kurs von 1.23456 auf 1.23555 steigt und ich habe eine Long-Position, kriege ich 10 Pips als Gewinn. Wie viel diese 10 Pips an Gewinn sind, ist abhängig von meiner Einsatzgröße. So, jetzt denkt ihr euch vielleicht, was will ich denn jetzt mit dem Forex-Markt? Das funktioniert in jedem anderen Markt. Ob ihr jetzt Optionen, Futures oder sonst irgendwas handelt. Jeder hat so seine spezifische Grundlage und ich kann es nicht komplett für euch abgreifen, weil da bräuchten wir den ganzen Tag. Da müssten wir die unterschiedlichen Umsetzungen besprechen und die unterschiedlichen Punkt-, PIP- und Kontraktwerte. Das könnt ihr aber alles normalerweise relativ gut bei eurem jeweiligen Broker einsehen. Da gibt es aber auch schöne Listen. Also zu gucken, was kostet ein Kontrakt Future im Rohstoffmarkt zum Beispiel. Ja, was hat der für einen Punktwert, wenn sich der jetzt hier entsprechend erhöht? Ja, oder einen Punktwert im DAX, im S&P und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel, kleiner Fun Fact am Rand. Wenn ihr einen Yen, also einen japanischen Yen handelt, dann ist schon die zweite Nachkommastelle der PIP-Wert, weil man hier vorm Komma drei Stellen hat, also 190.23. Das heißt, diese Stelle bei den Yens wäre entsprechend, bei den Yen-Paaren wäre entsprechend schon PIP. Na? So, sehen wir durch. Erstmal, was geht. Thema Stop-Loss und Take-Profit. Erste Regel, die ihr von mir hier auferlegt bekommt, ihr tradet niemals ohne Stop-Loss. Never, 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 ever. Es gibt keinen Trade ohne Stop-Loss. Und mir zu sagen, ich bin der Stop-Loss, ich drücke dann auf den Knopf, wenn ich verkaufe oder wenn ich das Ding ausstippe, ist Quatsch. Das ist unprofessionell. Ihr werdet somit keinen Erfolg haben. Und jeder Trader, der wirklich Erfolg hat, wird euch niemals was anderes sagen. Das macht keinen Sinn, ohne Stop-Loss zu traden. Ganz einfache Aussage, warum? Ihr seid als Trader Risikomanager. Diesen Begriff, den schreibt ihr euch jetzt auf euren Post oder euren Zettel, den ihr eh schon die ganze Zeit hoffentlich neben euch habt und hier fleißig mitschreibt, das brauchen wir im Teil Risikomanagement. Ihr seid Risikomanager als Trader. Und ich werde euch das detailliert im nächsten Teil oder in dem jeweiligen Teil erklären. So, Stop-Loss und Take-Profit. Prinzipiell ist es so, wenn ich sage, ich steige hier ein, eine Long-Position auf steigende Kurse, dann lege ich hier unten zum Beispiel meinen Stop-Loss hin, weil ich sage, okay, der ist hier schön zurückgewiesen worden und hier oben würde ich meinen Take-Profit hinlegen. Hier ist meine Gewinnzone. Kurzer Einblick in mein Trading, wie das ausschaut. Meine Trades laufen zu 95% in den Stop-Loss. Ja, jetzt denkt ihr euch vielleicht, warum halte ich dann das Seminar hier, wenn 95% meiner Trades in den Stop-Loss laufen? Das kann ich euch erklären. Das beste und wichtigste Werkzeug im praktischen Trading ist das Stop-Loss. Und wenn ich sage, dass zu 95% der Trades in meinen Stop-Loss laufen, dann wisst ihr ja nicht, ob der Stop-Loss im Verlust oder meiner Gewinnzone ist. Ich arbeite ganz, ganz intensiv damit. Also Positionen werden bei mir break-even gezogen. Das heißt, ich würde also diesen Stop hier auf Einstand ziehen und könnte somit nichts mehr verlieren, wenn der Kurs wieder zurückkommt. Oder aber der Kurs ballert hier hoch und ich lege meinen Stop hier hin. Er schafft es nicht bis zum Take-Profit, kommt wieder zurück und nimmt mir eben diese Strecke an Gewinn wieder raus. Er ist in Stop-Loss gelaufen, aber ich habe Gewinn gemacht. Das ist praktisches Trading, wie ich es meine. Das ist Gewinne laufen lassen. Das ist Gewinne maximieren. Das ist das, was entscheidet, ob ihr profitabel seid auf Dauer oder nicht. Und das ist völlig wurscht, ob ihr Aktien, Optionen, Certis, CFDs oder Futures macht. Das ist wurscht. Es geht ums Managen der Position. Es geht ums Absichern. Weil ihr mit diesem Absichern so viel mehr machen könnt. Wenn ihr eine Position habt, die abgesichert ist, und zwar ein bisschen im Gewinn, dann könnt ihr eine zweite Position aufmachen, entweder im gleichen Markt oder in einem anderen Markt, und ihr habt kein Risiko mehr, weil ihr das Risiko von der zweiten Position schon mit der ersten gewonnen habt.
Wenn ihr euch jetzt das Thema wieder von vorhin überlegt, mit dem Daytrading und Swingtrading, wie wollt ihr das im Daytrading umsetzen? Das ist ja fast gar nicht möglich. Ja? Im Swingtrading ist dieses Spiel mit den Positionen durchaus möglich. Ja? Und deswegen will ich euch raten, das ist eure Arbeit. Da seid ihr zu Hause, da müsst ihr wirklich ran, damit müsst ihr arbeiten lernen. Der Stop-Loss ist euer bester Freund. Dazu habe ich schon ein paar Seminare gemacht, findet ihr auf YouTube. Das ist wirklich eines der besten Sachen, was es gibt. Es ist nicht euer Feind, es ist euer größter Freund. Diese 5%, die übrig bleiben, das sind dann Trades, die mir dann in den Take-Profit laufen. Wie sieht das aus? Philipp macht einen Trade auf, irgendwann um, was weiß ich, 9, 10 Uhr, 10 Uhr morgens. Dann räume ich meistens irgendwo rum, weil ich bin halt leider so ein Typ Trader, der dann nicht da hocken kann und sich das alles anschauen kann, macht auch keinen Sinn, wenn man im Daily handelt, weil ob der jetzt ein bisschen hoch oder ein bisschen runter geht, dann gehe ich weg. Ja, bin ich unterwegs, gehe ich in die Stadt, habe mein Handy immer dabei, wo ich aktiv bin und auf einmal macht es Bimmel, Bimmel, es war irgendwas, es war eine super geile Bewegung, Take Profit geschossen, ich habe zu spät reagiert, um den Take Profit zum Beispiel nach oben zu schieben und den Stop-Loss abzusichern und die Position ist mir einfach in den TP gelaufen. Das ist so ein Bonus-Trade-off für mich, ja. Gut, haken wir ab. Ordertypen. Das ist jetzt der letzte Grundlagenbereich. Ich hoffe, ihr seid noch am Mann, ihr seid noch an der Frau und seid noch dabei. Das ist wirklich jetzt die allerletzte Sache, die wir als Grundlage in diesem ersten Teil benötigen, damit wir diese Serie systematisch aufbauen können. Ich persönlich handle fast immer Market. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie teuer so eine Market-Ausführung ist. Was heißt Market? Ich drücke auf den Knopf und bin sofort in die Position eingekauft. Es gibt Situationen, da ist ein Market Order relativ teuer. Ja, also wenn der Spread, die Einstiegsgebühr, das können wir uns auch nochmal anschauen im Risikomanagement, recht hoch ist per Market, dann würde man eher per sogenannte Limit Order einsteigen. Kurz der Unterschied, Market Order ist das, ich drücke auf den Knopf, ich habe es sofort offen und alles andere, diese Pending und Limit Order, das sind Order, da muss erst was Bestimmtes passieren, damit die Position eröffnet wird. Market Support und die bekanntesten Limit Order ist zum Beispiel ein Buy Limit oder ein Sell Limit. Ja, das sind die bekanntesten. Das ist ganz einfach. Du hast hier oben den Kurs und du legst hier unten auf der Linie der Buy Limit hin. Das heißt, dein Kurs müsste jetzt erst hier fallen. Und sobald er das berührt, wird die Position gekauft, wird die Position ausgeführt. Gegenspieler Sell Limit, das Ding dudelt hoch bis zu deinem Limit. Berührt das und dann wird es natürlich in Gegenrichtung ein Verkaufslimit ausgeführt. Kann man sich so vorstellen, verkaufen, wenn, kaufen, wenn. Das ist so ein klassisches Buy-Limit. Dann gibt es noch die anderen Geschichten, das ist so ein Buy-Stop und Sell-Stop. Würde heißen, wenn die Position quasi long unterwegs ist und zum Beispiel durch irgendwas durchbricht, dann steige ich weiter ein in diesen Long-Verlauf. Gegenspieler, wenn sie Short durchbricht, dann breche ich Short durch. Es gibt zu diesen ganzen Orderarten einen relativ geilen Beitrag auf CapTrader. Ich kann leider nur sagen relativ, weil ich habe ihn vorhin bloß überflogen. Aber da gibt es einen relativ ausführlichen Beitrag. Oder ihr geht einfach auf Cargill's Trading, ballert oben die Suche Orderarten rein oder Ordertypus rein und ihr findet alle Ordertypen, die es gibt. So. Abschluss. Aufpassen. Das ist jetzt die Zusammenfassung und das, was für euch wichtig ist, was ich möchte. Wenn ihr mit mir diesen Weg gehen wollt, es ist und bleibt für euch kostenlos und ihr habt die Option, dass ihr frei gestalten könnt, wie wir das Ganze machen, dann ist die Voraussetzung von meiner Seite, nehmt euch einen Zettel, nur für uns hier und schreibt euch das bitte auf. Versucht euch selbst in so einen Trader-Typus einzusortieren. Praktisch, theoretisch. Was sind eure Stärken, was sind eure Schwächen? Ich sage nochmal ganz kurz, was sind meine Schwächen? Ich bin im Swing-Trading unterwegs, weil ich weiß, wenn ich im Day-Trading zu hochfrequentiert traden würde, würde ich Blödsinn machen. Ja, da kommt Quatsch raus. Dann hat das Setup keine Hand und Fuß mehr und die Qualität würde extrem nachlassen. Oh, ich sehe erstmal gerade, wie viele Fragen da noch kamen. Ich habe jetzt mal erst runtergescrollt. Beantworten wir gleich. Die Fragen gestellt haben, beantworten wir gleich. Nächste Frage. Wie viel Kapital hast du für das Trading? Das spielt eine entscheidende Rolle, weil wenn du bloß 2000 Euro hast, hast du im Future-Markt nichts verloren. Aufschreiben. Wenn ich sage, wie viel Kapital, dann ist das Kapital, was du auch verlieren kannst. Sei dir bewusst, wenn du ein Kapital nimmst und auf ein Trading-Konto schmeißt, egal welches es ist, dann musst du es aus dem Kopf haben. Du darfst nicht hergehen und darfst damit rechnen. Ach, ich habe jetzt hier 3% im Monat und das läuft. Vergiss es, das wird niemals funktionieren. Du brauchst Kapital,
von dem du komplett frei bist erstmal. Ja? Nächster Step. Wie viel Zeit hast du? Was willst du als vollberufstätiger Familienvater oder Mutter? Ist ja völlig egal. Und du hast keine Zeit, die kontinuierlich auf den Rechner oder aufs Handy zu gucken. Und ich kann dir sagen, nur Trading vom Handy aus ist nie effektiv. Ja? Wie viel Zeit hast du? Das ist nämlich ganz, ganz entscheidend dafür, was du dir anguckst, was du überhaupt lernst. Was hilft es dir, wenn du eine Strategie fürs Daytrading lernst, die du niemals umsetzen kannst? Letzter Schritt, was ist dein Ziel? Mir ist klar, dass alle vom Traden leben wollen. Das ist aber nicht so einfach, wie es ist oder wie es klingt oder wie es euch vermittelt wird. Ich kann euch da gerne auch im nächsten Seminar nochmal mehr Einblick geben in mein persönliches Trading. Würde gut zu Risikomanagement passen übrigens. Wie denn mein Leben als Trader so ausschaut. Also ich mache das jetzt seit Ende 2014/15 so, damit ich davon auch wirklich Cash habe, dass es sich für mich rechnet. Ich bin bis heute noch kein Millionär. Ja, also das, was ihr von mir bekommt, ist so, ich bin so der Mauder, ich sag mal, der Trader-Szene. Ja, also so ganz banales Handwerkszeug, mit dem ich da so mehr durchgehe. Ganz strukturiert, ganz logisch. Ne? Schreibt's euch auf. So. Jetzt lese ich ganz kurz mal die Fragen. Demo gibt es keine Emotionen, deshalb nicht gut. Ja, absolut richtig. Schade, RBB ist Optionenhandel und Aktienhandel wäre interessant. Das, was du bei mir lernst, das, was du bei mir machen kannst, ja, geht überall. Das, ob es jetzt Grundlagen oder vor allem Strategie ist, Risikomanagement, du musst es halt nur auf den jeweiligen Bereich anwenden. Ja, ist ja klar, dass wenn du Aktien physisch kaufst, dass für dich die Hebelgeschichte, sag ich mal, nicht so interessant ist. Ja, wenn du eine Amazon-Aktie kaufst, brauchst du halt entsprechend Cash. Aber Stop-Loss zu verkaufen, nachzukaufen, zu managen, Portfolio-Strategie, das funktioniert da genauso gut. Ja, so, mir gefällt es sehr gut. Wie gehst du? So, hier noch eine Frage. Helfen, wie gehst du mit Bewertungen um? Ich bin aufgrund der Bewertungen MLK und LMT eingestiegen, ging in Minus, aber jetzt nach 2 Monaten bin ich 10-15% im Plus. Das ist so der Bereich News, Nachrichten, Bewertung. Mache ich wenig. Ich weiß, das ist jetzt vorweggenommen, weil dieses Thema werden wir noch haben und ich würde es tatsächlich hinten anschieben, wenn es okay ist, weil wir haben das Thema noch. News, Nachrichten und wie ich damit umgehe. Ja? Warum sollte man CFDs handeln, aber keine Zertifikate? Also gute Frage. Ja, ich finde, Zertifikate sind per se einfach kein geiles Managing-Tool. Ja, also ich finde es einfach nicht gut umzusetzen. Ist mehr meine persönliche Meinung und Erfahrung. Ich habe das jetzt einfach mal fürs Seminar hier so festgesetzt. Ich will es auch gar nicht vertiefen. Wir können aber gerne, du siehst hier meine Kontaktdaten, gerne mal darüber quatschen, einfach eine Mail schreiben oder anrufen ab morgen wieder und einfach mal fragen. Kannst du gute Broker empfehlen? Ja, okay, da bin ich jetzt natürlich so, dass ich CapTrader natürlich empfehlen kann. Ja, für CFD wird es ein bisschen schwierig. Was ich hier empfehlen kann, ist wirklich, sich so ein bisschen die Foren anzugucken. Ja, ich glaube, es gibt so die Daumenregel allgemein bei Brokern. Je weniger aggressiv das Marketing, sage ich mal, je besser der deutsche Support und der Ansprechpartner, dann kann man schon relativ viel drauf geben. Ja, also ich möchte jetzt hier einfach aus Respekt gegenüber von CapTrading nicht für andere Broker Werbung machen und auch keine nennen. CapTrader ist ein guter Broker, das passt auch alles. Dann würde ich jetzt hier einfach mal so stehen lassen. Wie gesagt, meine Kontaktdaten sind hier. Ja. Woher weiß ich, was ein guter oder schlechter Broker ist? Gleiches Thema. Handelst du Forex und Aktien beim selben Broker? CapTrader ist ja eher unüblich für Forex. Ja, richtig. Also CapTrader gehört ja zu Interactive Broker. Ich bin bei Interactive Broker für meine Future-Geschichten. Ich habe noch 3 CFD-Konten. Davon handle ich 2 aktiv. Hat bei mir einen anderen Ansatz. Das eine ist hochriskant, also gib ihm. Ja, manchmal habe ich halt auch so Tage, wo ich mir denke, ich muss jetzt wieder zocken. Ja, es kann aber sein, dass ich ein Future auf ein Bitcoin mache. Ist halt manchmal so, ja, ist halt dann so. Da versuche ich das halt ein bisschen rauszunehmen aus meinem Future-Konto und deswegen meist nur auf CFD, ja. Gibt es verschiedene Sachen. Also man kann ja auch Optionen auf Forex ja durchaus machen, ja. Worauf muss ich achten, wenn ich Trading-Plan erstelle? Dass du dieses Seminar bis zum Ende geguckt hast, dir dein Post-it oder dein Zettel sauber aufformuliert hast und das durchläufst, was du hier bei mir lernst. Wie viel Prozent sicherst du dich ab? Ich handle allgemein nur sehr, sehr wenig Risiko. Also bei mir ist es am Hauptkonto 0,2%.
Und wo ich absichere, ist immer spezifisch vom Setup. Ja? Arbeitest du mit Trailing Stops? Nein, ich ziehe immer manuell nach. Muss gehen. Ja, sehr gut. Schönen Abend. Genau, das ist mein Problem. Optimal. Was hältst du von einer Trading GmbH Steuersituation? Ich habe eine Trading GmbH tatsächlich schon sehr lange. Also sehr lange, seit 2017. Dieses ganze Holding-Thema übrigens bei einer GmbH ist mehr oder weniger ein Schlupfloch. Ja, also so eine Grauzone. Bei mir ist es so, bei mir läuft das schon so lange. Ich denke, es ist, ich befürchte meine persönliche Meinung, dass irgendwann im neuen Steuergesetz oder was halt da, sagen wir so, geupgradet wird im Steuergesetz, das so ein bisschen rausfallen könnte mit diesem Holding, weil es war nicht dafür vorgesehen, dass es eben für Trading ist und dass es hat einen anderen Background und halt irgendein findiger Steuerberater oder Beraterin hat das halt so ausfindig gemacht, ne? Noch ganz kurz, bevor ich hier übergebe, genau das ist mein Problem, die Zeit. Da gibt es auch Wege und Lösungen, wie man das machen kann. So, Fragen auch noch beantwortet. Bin ja bloß 7 Minuten drüber. Ja, Mensch, das ging ja ziemlich zügig tatsächlich. Ja, ich dachte, du machst hier noch eine halbe Stunde länger. Aber ich bedanke mich für dich, bei dir recht herzlich. Also war sehr interessant. Ich denke gerade für Einsteiger auch und den Start in das ganze Trading aussuchen. Super interessant, ja. Freue mich auf die nächsten 4 Teile mit dir und ich denke auch den Zuschauern, denen hat es ebenso gefallen wie mir. Vielen Dank an dich, Philipp, ja. Ich sag danke. Wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns dann im Juli wieder, oder? Wünsche ich dir auch. Wir hören uns im Juli und alles Gute Ihnen zu Hause auch. Schönen Abend. Lassen Sie sich gleich das Almbrot schmecken und bis bald. Danke, ciao.